So, liebe Leute, welcome back. Das sind wir wieder in The Journey. Es geht fleißig weiter mit Alex. Alex Bunter. Heute freies Training. Schwerpunkt kann ich mir aussuchen. Schöne Sache. Würde ich ganz gerne nochmal die Geschichte mit dem Freistoß nehmen, ne? Dass wir da noch ein bisschen besser werden. Und vielleicht irgendwann mal der Chef sind. Wo haben wir das denn? Also, ja, Schüsse nehme ich. Weitschüsse. Und als zweites nehme ich Standards. Freistoßgrundlagen. Fortgeschrittene Elfmeter. Versuchen wir die fortgeschrittenen Freistöße. Die sind nämlich schwer. Da gibt es nämlich Gold und da gibt es vielleicht ein bisschen Bonus. Wo kommt denn die Balance eigentlich her, dass ich die schon so krass habe? Ist die von vornherein relativ stark bei dem Spieler eingestellt? Kann das sein? Okay, fangen wir mal an. Ich finde, hier macht das Training macht auch wirklich hier Fun. Beim Pro-Spieler finde ich es jetzt nicht so unterhaltsam in der Summe. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Das war jetzt gut. Dass ich hier auch immer den, diese Hilfe anhab, ne? Ist immer komisch. Oh, das war die Latte. Voll in die Mitte wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte ganz gerne mal volle Lotte da so ähnlich. Habe ich mir vorgestellt. Sehr schön. Die rechte Seite will ich mal. Ja, das hat gepasst, aber ohne das Ziel zu treffen. Ui, mit einem schwachen Fuß. Sehr schön. Wenn alles immer so einfach wäre, ne? Boah, heftig. Sehr schön. Fortsetzen. Gibt gleich das nächste, nämlich fortgeschrittene Freistöße. Das kann man ja noch ein bisschen üben, ne? Ist nicht wahr, meiner? Also, wie war denn das? Ich muss immer gucken, wie die da platziert sind. Und dann aufgepasst. Boah. Da war schon mal drin. Das war schon mal gut. Hier, das ist ein bisschen kniffliger. Perfekt. Naja, perfekt wäre, wenn ich Dinger getroffen hätte, korrekt. Das sieht nach Latte aus. Nee, hat gepasst. Aber ich muss die Scheibchen treffen. So ähnlich. Der war unhaltbar, der Ball. Hat er gehalten. Arsch. Das ist gut. Jetzt, jawohl, perfekt die Scheibe getroffen. Jetzt hier nochmal die Scheibe treffen, ne? Ein bisschen weiter rüber und dann voll. Oh, Latte, ne? Wäre theoretisch, wenn ich nie vorbeigezogen hätte. Er hat das Scheibchen umgeräumt. Ah, shit, ey. Oh, fast drin. Unhaltbar. Genau durch die Männchen durch. Gut, und jetzt? Sehr schön. Juhu. Und, das ist so schlecht. Es geht besser. Kann ich nicht mal Vollotte da hinten reinschießen? Versuchen? Fast! War gar nicht so schlecht. Okay. Nächstes Spielchen, Leute. Gucken wir doch mal, was wir da reißen können heute. Denke ich mal das jetzt. Oder kommt jetzt nur Training die ganze Zeit? Über Winterpause. Haben die ja in England nicht. Das ist vielleicht ein Vorteil, wenn man in England spielt, ne? So aus Spielerperspektive, dass man immer zu spielen kann. QPR, Queen's Park Rangers. Ich glaube, QPR ist eines der ältesten Mannschaften. 1882. Nee, es gibt Mannschaften, die sind älter. Ich glaube, es gibt sogar Mannschaften, die sind 1850 oder so schon gegründet worden. Oder Vereine. Irgendwas war mit QPR, irgendwas ganz Besonderes. Die Jungs aus London. Ich habe aber vergessen, was es ist. Müsst ihr mal googeln, Leute. Ich habe es mal im Kopf gehabt. Entweder eines der ältesten Premier League Mannschaften oder eines der Gründermitglieder der Premier League oder irgendwie sowas. Ich habe es aber vergessen. Irgendwas war mit denen. Oder mit dem Stadion irgendwas. Naja. Anyway, ist ja auch egal. Zum heutigen Liga-Auftakt.
Ligaspiel. Begrüßen wir Sie. Tradition schießt keine Tore, nämlich Alex Hunter schießt Tore. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Und unser Spiel heute, Aston Villa gegen die Queen's Park Rangers. So. Heutzutage zählt der... Hier ist er denn, Bakuna. Bakuna Matata. In England, aber in der Vergangenheit gab es hier ganz große Auftritte. Das kann man mit Recht sagen. Oh, heute stehe ich aber ein bisschen defensiver, ne? Spielen wir jetzt mit zwei Stürmern. Gegen Derby County 76.588 Leute in dieses Stadion. Was ist denn, wo ist denn mein Platz? Hier so mittendrin, ne? Irgendwo. Jetzt wird's gefährlich. Kommt er da durch? Ne. Ich stehe heute ziemlich defensiv, ne? Weil wir... Er spielt den Steilpass. Oh, jetzt. Die Defensive steht. Genau, das wollte ich. Ah, ach, das ist schön. mit seinen Gammeltricks. die habe ich auf dem Sperrmüll gefunden, die Dreckstricks, die ich da raushau. Oh, was war das denn für ein Pass? Es wurde ja gesagt, ich muss ja häufiger den Ball fordern, aber man hat ja so ein bisschen die Hoffnung, dass die KI eben intelligent ist, aber das ist, glaube ich. Verstehen Sie? Mit dem Ball am Fuß, sehr schön. Richtung gegnerisches Tor. Jetzt haben Sie den Ball. So, jetzt machen wir was draus. Kozak. War zu spät. Hätte ich früher den Ball fordern müssen, vielleicht. Hinten stehen sie kompakt. Faul. Faul, Junge. Noch früh im Spiel. Da reicht Na. Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Der Henri. In Fankreisen auch Henry genannt. Oh. Flagge abgefangen. Gut gemacht vom Abwehrspieler. Timing wieder aus der Hölle. Aber die Position, die ich heute habe, gefällt mir nicht. So hinten so. So halb defensiv. Henry. Oh, wieder der Henry. Der haut da die Bälle mal nach vorne. Finde ich aber gut. Das ist eine schöne Variante. Da bringt man ein bisschen Alternative so in den Spielzügen rein. Ne? Aber im letzten Teil, ich muss gerade überlegen, was wir waren. Letzte jetzt 16. War alles immer so viel auf Pässe abgemacht. Sauber vom Ball getrennt hier. Den spielt er gut. Ball geht in Richtung Danny. Oh! Den habe ich auf dem Fuß gehabt, aber ich konnte so schnell. Ich habe schon schießen gedrückt, aber da war nichts drin. Schade. Gut gemacht, aber. Oh, was ist denn hier los? Oh! Schöner Seitenwechsel. Sehr gut. Klasse Zweikampf. Alles easy. Auf der Andrea Gloria. Los. Das könnte gefährlich werden. Los. Ich will jetzt Fußball spielen. Sie sind geduldig und warten. Wieder Zweikampf gewonnen. Na gut, aber wieder nur Einwurf, ne? Muss ich zumachen hier unten, hab ich recht? Jetzt könnte der Pass kommen. Und er gewinnt den Zweikampf. Borosjuk. Oh, Sternjungs. Jau. Da holt er den Ball zurück. Eieiei. Kozak. Gute Grätsche. Sie haben den Ball. Oh, schade. Er gibt Freistoß. Oh, war jetzt offensiv faul, ja? Ey, sorry, no offense, ne? No offense. Ich dachte, das war alles fair. Sah jetzt nicht so prickelnd aus. Okay. Da gehen die Boys rund. Henry. Was macht er jetzt? Oh, schade, kommen wir nicht ran. Ne? Sie suchen die Lücke. Sehr gut, sehr gut. Kommt schon nochmal ran. Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Jetzt sind sie am Ball. Sehr schön.
Sehr schönes Direktpassspiel. Yo. Er passt ihn auf den Flügel. Na, wenn ich den Ball verliere, soll ich ihn laufen lassen. Schade. Oh. Der Freistoß, klare Sache. Da kam ich zu spät, ja, ja. Da habe ich ihn umgeräumt. Kann man nichts machen. Jetzt Alexander. Schöner Laufweg. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten Sie die Defensive überraschen. Oh, schön. Aber mit was für ein, mit was für einer Wucht. Stark, Jungs. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Ich habe jetzt auch Schießen gedrückt dabei, während die Flanke reinkam. Hat vielleicht geholfen. Hier also nochmal der nice, nice. In der Wiederholung. Da setzt er sich überzeugt durch, kommt an den Ball und schon klingelt es im Kasten. Sehen wir jetzt mehr in diesem Spiel? Bisher war es doch offensiv eher dürftig, was die Teams angeboten haben. Aber jetzt liegen sie ja zurück und müssen einfach mehr versuchen. Dadurch wird es natürlich auch Räume zum Kontern geben. Oh, hier unten ist viel Platz. Borosiuk. Der kommt durch zwei Mann durch. So einfach aus, was sie hier machen. Unglaublich, oder? Ballbesitz, Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Klasse Technik. Heute muss ich mich ein bisschen in der Defensive beweisen, ne? Alexander. Faul. Verstand er gut und gibt Freistoß. Baker. Jedinak. Da, bitteschön. Oh, so ein schöner Pass. Okay, wir führen 1-0. Die Jungs sind on fire. Queen's Park ist terrified. Sehr schön. Ja, Note ist jetzt nicht ganz so gut gewesen. Eine 7,0 jetzt zum Schluss noch mit dem schönen Pass. Aber ansonsten, offensiv, ja gut, von der Position aus, wo ich stehe, ist jetzt auch nicht so viel zu machen, ne? Klar, mit Skill und allem. Da reißt die überall was. Egal, wo du stehst. Da kannst du ins Tor stellen und schießt die alle kaputt. Schöner Pass. Bakuna Matata. Lass die Seele baumeln. Und sagt dir immer, Bakuna Batata schießt ein Tor. Ja, das war nix, Digga. Gibt Einwurf. Bakuna Batata. Oh, Vorsicht. Wie siehst du ihn bisher, Danny Williams? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Klasse Technik. Jupp, Einwurf für mich. Gut gestört. Einwurf geben. Geht weiter hier. Schneller Einwurf. Kozak. Ein guter Doppelpass. Schnell Lücke wieder zumachen, die er da hinterlassen hat. Westwood. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sick. Und jetzt die Chance. Ja, oh! Keine schlechte Chance, aber vorbei. Den habe ich schon drin gesehen, Kinders. Den habe ich schon drin gesehen. Ajo, war der drin. Jetzt ist es soweit. Ah, oh, fuckete, fuckete, fuck. Bakuna Matata ist in meinem Team. Genauso, Wolf, das war Weltklasse. Los, Jungs, hol den Ball. Hol den Ball, mach keinen Scheiß hier. Und damit sind sie am Ball. Ja, damit. Dann eine geile Idee. Da kann er ihn stoppen. Hol ich mir. Jetzt wird's gefährlich. Sagte er und sprach und verkackte es. Sorry. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Oh. Ja gut, sich gut befreit wieder, ne? Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Also der gibt mir hier langsam auf den Sack auf der Seite. Den mache ich jetzt zu hier oben. Jawohl. Sie holen sich den Ball. Bakuna Matata. Und alles ist easy. Es ist halt auch wirklich zum Mäusemelken. Meine Technik. Wieder faul. Mann. Ärgere mich noch ein bisschen wegen der Chance, aber wie immer halt, ne? Wie immer, ist noch nichts Neues. Chancentod. Ich hätte eher Wasserträger werden sollen als Alexander.
Muss ein bisschen Energie sparen, glaube ich, hier. Oh, der steht wieder richtig frei da oben, der Boy. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Hier, der ist richtig, richtig brandgefährlich. Sehr schön, Jungs, sehr schön. Jetzt noch sauber zu Ende spielen. Eben den Ball gefordert, aber juckt keinen. Ja, danke schön. Alex Hunter. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten. Gott, war der Pass schlecht. Westwood. Auf die Außenbahn. Das könnte eine Gelegenheit werden. Weiß nicht, ob was frei wird hier. Sie suchen die Lücke. Oh! Mann, das kann doch nicht wahr sein. Da habe ich gesehen, dass er durchkommt und da habe ich die Lücke gesehen. Richtig schön in die Schnittstelle auch gespielt, aber ich hätte noch ein Stückchen laufen müssen vielleicht und dann. Aber gut. So läuft es halt im Schuss. Weiter der schwache Fuß, ne? Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Da trennt er ihn fair vom Ball. Machen hier oben wieder. Hauptsache Villa gewinnt. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier jetzt vielleicht. Oh, jetzt. Schieß rein, Junge! Oh. Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Scheibenkleister. Ayu. Oh, zu weit vorgelegt. Jetzt ist die Kugel weg. War keine Absicht. Ballannahme wieder mal aus der Hölle. Sehr gut, Jungs. Der Pass kommt nicht durch. Das schnell kontern. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Ah, ich kann halt nicht. Schwacher Fuß wieder mit links. Blödsinn mit dem zu schießen. Probier's aber immer wieder, ne? War so ein Robbenfeldzug hier. Hat nichts gebracht. Robbenfeldzug. Ein spannendes Spiel. Robbenoffensive. In den Ardennen. So, aufgepasst. Hier, Leo, Jungs. Mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner. Nochmal so ein Konter laufen vielleicht mit einer Chance. Dann darf ich aber nicht so weit zurück. 3 Minuten Nachspielzeit, da geht noch was. Ausgleich. Kein Abseits, oder? Er ist frei, da kann was draus werden. Oh! Ich bin nicht der Einzige, habt ihr das gesehen? Wie schön ich den bespielt hab, den Boy. Und dann macht er sowas daraus. Ich bin nicht der Einzige hier in dem Team. Also das will ich mal wirklich unterstreichen hier, ja. Da sind noch ein paar mehr Bratzen dabei, die nichts auf die Kette kriegen. Wir sehen uns. Nächste Folge geht's weiter. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.